Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe es endlich mal wieder nach 100 Jahren geschafft, ein Food Diary abzudrehen. Zwar keine Woche, aber auf jeden Fall 4 Tage. Das ist schon mal ein Anfang. Ich habe einfach alles gefilmt, was ich gegessen habe. Ja, ich glaube, ich habe wirklich alles gefilmt. Es sind nicht 4 aufeinanderfolgende Tage, weil das ging zeitlich bei mir nicht. Und ich will euch ja nicht immer das zeigen, was ich dann auch kochen werde im Nachhinein. Und ja, es sind 2 aufeinanderfolgende Tage, aber die anderen zwei waren halt nicht da in diesem Zeitraum. Und ja, ich hoffe, euch gefällt dieses Video. Falls ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch da lassen. Und ja, schreiben, wie euch diese Videos gefallen. Ob ihr die doch schon sehr viel lieber mögt als die What I Eat in a Days. Weil sonst müsste ich mir einfach überlegen, ob ich dann halt seltener ein Food Diary hochlade und halt diese What I Eat in a Days immer sammle, damit ich dann halt ein Food Diary rausschneide. Oder ob ihr sagt, nee, ihr wollt lieber regelmäßiger What I Eat in a Days sehen, aber was dann eben nur über einen einzigen Tag ist. Das würde mich sehr interessieren. Jetzt will ich nicht mehr so viel reden. Los geht's mit dem Video. Guten Morgen, das ist heute mal mein Wasser. Ich habe mir diese Flasche hier bei TK Maxx geholt. Also die fasst genau 1 Liter und deswegen habe ich dann immer eine ganz gute Kontrolle drüber, was ich alles am Tag getrunken habe. Und ja, ihr hört wahrscheinlich gerade irgendwelche komischen Geräusche, weil draußen der Rasen gemäht wird und solche Sachen irgendwie gemacht werden und es ist ziemlich laut. Naja, auf jeden Fall werde ich versuchen, jetzt das zu trinken, beziehungsweise nicht das Ganze, sondern halt erstmal zumindest die Hälfte und danach gibt's Frühstück. Also das ist jetzt mein Frühstück. Das ist eine Scheibe Vollkornbrot und dann drauf habe ich diesen Tomatenkräuteraufstrich und ein bisschen Salat. Und hier noch eine große Schüssel Obst. Das ist eine halbe Mango und ein paar Erdbeeren. Das ist mein Mittagessen. Ich habe Naturreis in gestückelten Tomaten gekocht und dann irgendwann noch Erbsen hinzugegeben. Und da habe ich jetzt so eine kleine Bowl draus gemacht. Hier noch ein bisschen Salat. Paprika, rote und grüne und dann noch ein bisschen Gurke. Ich habe jetzt hier nochmal einen Kaffee mit Sojamilch und dann diese 2 Manna-Waffel-Minis. Und das ist jetzt so mein kleiner Nachmittagssnack, beziehungsweise eigentlich eher Nachtisch. Und ja, das werde ich mir schmecken lassen. Ich hatte gerade von diesen, wie heißen die denn, von diesen Knäckebroten von Alnatura, die so Käse und Kürbiskerne drauf haben. Hatte ich noch so Reste da und die habe ich jetzt einfach über den Salat gegeben. Das passt auch immer sehr gut. So sieht jetzt der fertige Salat aus. Also ziemlich groß. Ich glaube, der wird mich auch lange satt halten. Und den esse ich jetzt erstmal. Heute ist Nimmersatttag, würde ich mal sagen. Ja, eigentlich wollte ich diese Nougat Bites essen mit Milch. Aber wir haben keine Nougat Bites da. Schön blöd. Dann habe ich jetzt hier die Dinkelflakes haben wir noch da. Die sind auch ganz lecker, die sind so leicht süßlich, halt nicht so süß wie die Nougat Bites natürlich. Ich hätte jetzt 2 gute Hände davon voll, also halt das, was hier fehlt eigentlich. Das ist mein heutiges Frühstück. Ich finde, es sieht schon ziemlich lecker aus. Auf jeden Fall ist in den Sandwiches eine Scheibe Gouda-Käse, dann einmal selbstgemachter Ketchup und dann noch ein Tomate-Kräuteraufstrich. Diesmal habe ich den genommen. Der ist von Rewe, glaube ich. Den mag ich nicht ganz so gerne. Den von Aldi mag ich viel, viel lieber. Aber den gab es da letztens nicht. Der ist meistens ausverkauft bei uns. Und deswegen habe ich dann den hier mitgenommen. Und dann natürlich noch die restlichen Gurken, weil ich habe zu viel Gurken für die Sandwiches geschnitten. Und dann noch eine Banane. Voilà, sagen wir, ich weiß nicht genau, was es wird. Kommt drauf an, wie sich mein Hunger entwickelt. Das ist jetzt ein großer Snack oder ein kleines Mittagessen. Ich weiß noch nicht so recht. Ich habe erst vor 2,5 Stunden gefrühstückt und trotzdem habe ich irgendwie wieder Appetit. Es liegt wahrscheinlich daran, dass ich gerade am Lernen bin. Und wenn man lernt, isst man ja gerne sehr viel. Hier habe ich ein Cappuccino, Reiswaffeln, beziehungsweise keine Reiswaffeln, sondern Maiswaffeln. Ich kaufe mal die hier, die gesalzenen von DM. Und ich esse sie am liebsten dann süß, also halt diese süß-salze Kombi. Und da habe ich die Marmelade drauf, das ist die von Lidl. Die hat 75% Frucht, deswegen kaufen wir die auch da, weil die richtig lecker ist. Und ja, hier habe ich schon angefangen zu essen. Ich werde gucken, wie viel ich davon schaffe. Ich glaube nicht alles. Naja, werden wir ja dann sehen. Und wenn ich wieder was essen werde, melde ich mich wieder.
Ein zweiter Snack oder sagen wir Teil 2 von meinem etwas seltsamen Mittagessen ist heute wieder eine Scheibe Toast. Und dann habe ich mir so drei kleine Karotten geschnitten und die werde ich hier mit Hummus essen. Das ist mein Abendessen. Ich esse hier gegrillte Zucchini und Gnocchi mit Pilzen, ein bisschen Basilikum, Feta-Käse und dann alles mit Milch abgelöscht. Dann dickt die Soße so ein bisschen ein. Wird ein bisschen wie eine Rahmsoße, aber eben ohne Sahne und ist ein bisschen gesünder. Und das ist jetzt mein Abendessen. Es ist ja schon relativ spät am Abend und ich war auch relativ satt nach dem Abendessen, muss ich sagen. Ich hatte nämlich doch ein bisschen mehr Gnocchi, als ich euch gezeigt habe. Aber irgendwie habe ich jetzt Lust auf was Fruchtiges und Frisches und deswegen habe ich mir jetzt nochmal ein bisschen Wassermelone geschnitten. Und wenn ich das jetzt aufesse, habe ich heute eine halbe Wassermelone gegessen. Okay, ein bisschen viel Wassermelone, aber ich habe einfach Lust drauf und deswegen werde ich das jetzt auch nochmal essen. Guten Morgen, meine Lieben. Ich habe hier gerade schon so eine Riesentasse, fast einen halben Liter mit Ingwer und Zitrone getrunken. Das werde ich jetzt gleich nochmal füllen. Und ich mache mir auch gerade mein Frühstück. Auf jeden Fall sieht so mein Sandwich von innen aus. Und es sieht wirklich sehr, sehr lecker aus. Und dazu gibt es jetzt noch, wie gesagt, das Ingwerwasser, aber ich mache mir auch noch einen Kaffee. Mein Kaffee ist fertig, aber könnten wir einfach mal alle meine super süße Tasse bestaunen? Ich finde sie so schön. Eigentlich ist es ein Zahnputzbecher, aber ich dachte mir, hallo, Zahnputzbecher ist doch viel zu schön dafür. Und deswegen habe ich sie einfach mal umfunktioniert. Möglicherweise, oder sagen wir sicherlich, ist das so ziemlich das Unappetitlichste, was ich jemals gezeigt habe. Aber ihr seht, im Gegensatz zu meiner Hand, das ist eine ganz, ganz kleine Portion noch. Und ich habe gerade irgendwie Lust auf was Deftiges, deswegen werde ich das jetzt aufessen. Resteverwertung und so. Und dann werde ich mir demnächst auch Mittagessen machen. Ich habe jetzt noch Lust auf eine Banane und deswegen werde ich die jetzt auch essen. Ich hatte schon wesentlich mehr Nougat Bites. Aber das sind die einzigen, die übrig geblieben sind, bis ich es zur Kamera geschafft habe. Und die werde ich jetzt essen. Mein Mittag-Abendessen ist gerade in dem Ofen. Und da ist eine Karotte noch übrig geblieben. Und die werde ich jetzt mit Hummus essen. Das hier ist mein super leckeres Abendessen. Ich habe hier einen großen Salat mit Feta und Gemüse. Werde das alles gleich noch mit Limettensaft würzen. So mag ich meinen Salat am liebsten. Oder mit Zitronensaft. Und dann habe ich hier selbstgemachtes Ketchup und dann noch 1, 2, 3, 4, 5 Fischstäbchen. Aber ich habe gerade schon 2 gegessen, also habe ich ungefähr 7 gegessen. Ich war irgendwie jetzt nicht mehr allzu satt, weil ich habe so gegen 4 schon zu Abend gegessen. Und jetzt ist es 22 Uhr. Und ja, ich habe hier ein bisschen Apfel klein geschnitten mit Zimt gemischt und das in die Mikrowelle gegeben. Jetzt ist so ein leckerer Bratapfel draus geworden. Und jetzt so 2 Esslöffel Quark dazu und das werde ich jetzt essen. Und das wird auch das letzte sein und dann bis morgen. Ich hätte zwar niemals gedacht, dass dieser Tag noch eintreffen wird, aber ist er anscheinend. Ich habe heute Morgen nicht so viel Hunger. Ich hätte niemals gedacht, dass das mal möglich wäre. Deswegen habe ich mir jetzt so ein bisschen Wassermelone geschnitten und alle amerikanischen und australischen Blogger, die ich sehe, also YouTuber, gerade die auch vegan essen, die sagen immer, dass die Kombi von Wassermelone mit Maracuja und dann noch ein bisschen Limettensaft. Ich bin auch nahezu ungeschminkt. Ich habe mir schon die Wimpern getuscht, weil ich das immer am nervigsten finde. Und das schmeckt richtig anders. Also, probiert es echt unbedingt mal aus. Limette, Maracuja und Wassermelone. Schmeckt so anders. Das ist unglaublich. Man erkennt zwar noch die Wassermelone, diese leichte Süße davon. Aber dann in der Kombi mit dieser Süße von der Limette, aber was auch gleich sehr säuerlich ist, und mit dieser extrem säuerlichen Maracuja, das schmeckt so gut. Also muss schon sagen, ich habe gedacht, das wäre irgendwie so ein bescheuerter Hype. Nicht bescheuert, aber es wäre so unnötig. Aber es lohnt sich. Ich werde mir das jetzt mal schmecken lassen. Wenn ich wieder was esse, seid ihr dabei. So, jetzt habe ich da noch ein bisschen Hunger gekriegt und deswegen habe ich mir jetzt hier eine Scheibe Brot genommen. Das ist 1/4 Avocado mit ein bisschen Salz, Pfeffer, Chili, Basilikumblätter und Tomaten. Das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Es ist jetzt etwas später und ich sitze am PC und werde wahrscheinlich auch noch einige Stunden mit Video schneiden verbringen und Infoboxen schreiben. Das nimmt immer ganz schön viel Zeit in Anspruch.
Und deswegen habe ich mir jetzt so ein bisschen Nervennahrung gemacht. Hier ganze 5 Nougat Bites. Und dann hier diese Dinkelflakes von Alnatura, die esse ich richtig, richtig gern. Und dann halt noch eine Banane. Ich habe mir jetzt hier eben gerade noch einen Kaffee gemacht in meiner coolen Starbucks-Tasse. Ich liebe sie. Und jetzt gebe ich noch ein bisschen Mandelmilch hinzu. Ich hatte die naive Hoffnung, dass vielleicht Schaum dabei hätte rauskommen können, aber dem war nicht so. Zumindest ist es richtig schrecklicher Schaum geworden. Ist aber egal, es geht ja um den Kaffee und den werde ich jetzt trinken und meine Sachen dazu essen. Ich habe eben hier dieses Paket erhalten. Und Smooths hatte mich angeschrieben, ob ich denn die Smoothies von denen probieren möchte. Und hallo? Na klar. So, ich habe jetzt endlich die Kiste hier rausbekommen. Die ist super hochwertig, also sieht richtig, richtig schön aus. Auch vom Design her gefällt es mir richtig gut. Kann man auf jeden Fall so aufklappen. Und da ist hier noch ein Heftchen drin. Und da ist halt alles nochmal zu den Smoothies erklärt. Ich habe es mir noch nicht durchgelesen. Ich werde es gleich mal machen. Und ja. Ach so, und hier sind die drin, ne? Probieren wir mal eins. Ich habe mir das Koruba Orange Banane ausgesucht. Ich schüttel das mal. Ich habe mir gerade die Inhaltsstoffe durchgelesen. Da ist wirklich nur Bananenpüree drin, Orangensaft, 100% Direktsaft und Koruba-Püree. Also nichts an komischen, keine Ahnung, Konservierungsstoffen oder Süßungsmitteln, gar nichts. Das ist echt eine pure Frucht. Was man im Supermarkt aber nicht ganz so häufig findet. Oh, es riecht so lecker. Also, man muss sagen, dass sie extrem dickflüssig sind. Kennt ihr diese Kinderjoghurts, diese Fruchtpüree-Joghurts? Das ist sowas. Also, ich glaube, das kann man nicht nur super trinken. Also, zum Trinken ist es auch klasse. Falls es euch nichts ausmacht, wenn es halt ein bisschen dickflüssiger ist. Aber auch um so mit Quark oder so zu essen, muss das richtig, richtig gut sein. Es schmeckt ganz fruchtig und süß, aber nicht zu süß. Also, es hat ein ganz natürliches Aroma. Diese Koruba-Frucht habe ich so noch nie gegessen. Aber es schmeckt halt so ein bisschen säuerlicher, so ein bisschen, als ob noch Maracuja drin wäre. Richtig, richtig lecker. Also, guckt es euch mal an. Ich verlinke euch auf jeden Fall die Seite von Smooths in der Infobox. Ich habe kein Geld dafür bekommen oder so. Ich wollte es einfach nur ausprobieren, weil ich immer an neuen Produkten interessiert bin und die sind echt lecker. Vor allem super praktisch. Und auch geöffnet hatten sie sich noch 2 bis 3 Tage im Kühlschrank, steht hier. Und ja, finde ich auf jeden Fall richtig schön. Richtig gut, auch die Flaschen sehen richtig schön aus. Daumen nach oben. Ich hatte gerade schon so ein Stück und werde jetzt die zweite Hälfte essen. Das ist ein Strudel. Da ist nur Spinat und ein bisschen Kartoffel drin. Der ist unglaublich lecker. Komplett vegan. Und der geht super einfach. Den mache ich mir auch richtig gerne, so zum Mittagessen. Oder ich bereite ihn vor zum Mitnehmen und den werde ich jetzt zu Ende essen. So, zu Abend gibt es jetzt nur noch ein Brötchen. Die eine Seite hier ist mit Käse, ein bisschen Salat und Tomate. Auf der anderen Seite habe ich wieder ein bisschen Hummus drauf getan. Ebenfalls mit Salat und Tomate. Und ja, ich glaube, das ist das Letzte, was ich in diesem Food Diary essen werde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch da lassen. Darüber würde ich mich riesig freuen. Und bis zum nächsten Mal.